Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Quadrat zwischen Mond und Mars, da geht gleich das Licht auf. Und ein sehr, sehr maßgeblicher Aspekt, ein äußerst schwieriger Aspekt, ganz besonders, wenn man selbigen im Geburtshoroskop hat oder überhaupt Mond-Mars-Verbindungen aufweist. Der Mond steht zunächst einmal grundsätzlich für unsere Gefühle, steht für alles das, wobei wir uns wohlfühlen. Mars steht für das Handeln und die Grundaussage, das Handeln gegen die eigenen Gefühle. Also das heißt, man tut nicht das, wobei man sich wohlfühlt. Also das ist schon ein sehr maßgeblicher, ich würde fast schon sagen, sehr masochistischer Besetzungsaspekt. Wenn wir jetzt hierhin weiter hineinschauen, dann bedeutet es natürlich auch in einem Radix zum Beispiel ein Mond-Mars-Quadrat, dass die Mutter oft unter Gefühlsausbrüchen gelitten hat oder unter Emotionsausbrüchen gelitten hat oder dass sie ihre Gefühle schwer verdrängt hat. Ja? Also das heißt, sie war sehr unglücklich, sie hat sich unwohl gefühlt und hat das Ganze sozusagen in sich hineingefressen, aber es war eine latent aggressive Spannung vorhanden. Ihr kennt ja sicherlich Menschen, welche sehr stark nach außen ausstrahlen, es aber nicht herauslassen. Ja? Und in der Nähe dieser Menschen fühlt man sich einfach unwohl. Ja? Und das bedeutet dann auch im späteren Verlauf, wenn man eben Mond, Mars im eigenen Radix haben sollte, dass man auch Probleme hat, insbesondere in der Partnerschaft, weil Partnerschaft bedeutet, man sucht sich sozusagen Partner, Mars, welche die eigenen Gefühle Mond verletzen. Also auch jetzt nicht unbedingt angenehm. Das geht dann auch bis zu körperlicher Gewalt natürlich. Ja. Wenn nicht Mond, Mars, welcher Aspekt dann sonst? Und körperliche Gewalt meint natürlich dann auch bis zum sexuellen Missbrauch. Also das heißt, es gibt immer Täterhoroskope und es gibt Opferhoroskope. Also eine ganz dramatische Geschichte. Schauen wir uns einmal an, wofür steht denn der Mond, der hier an der Spitze des zweiten oder nahe der Spitze des zweiten Hauses steht und dadurch die zweite Häuserspitzenbesetzung darstellt, neben der Venus. Die Venus hat eindeutig gewonnen. Sie liegt exakt an der Spitze des zwölften Hauses. Mein erster Blick war natürlich, ob vielleicht im zehnten Haus hier eine Besetzung vorliegen könnte, aber durch wundersame Art und Weise ist dem nicht so. Der Mond ist der Herrscher des sechsten Hauses und ich würde sagen aus aktuellem Anlass. Die Arbeitsplätze können wir natürlich immer mit einbeziehen, die in so großer Anzahl verloren gegangen sind, aber wir sollten in erster Linie die Frostschutz-, die Krankheitsthematik hier einbringen, sozusagen, wie wir, ich würde sagen, man kann eigentlich schon von der Fernsteuerungsthematik sprechen, was da alles so drinnen ist, gell? Was da alles so drinnen ist in so einem Frostschutz, das hält, das möchte man gar nicht für möglich halten. Aber wie gesagt, mit 5G wird das schon ein wunderschönes Fernsteuerungsmodell sein. Es wird eine großartige kollektive Erfahrung sein. Aber wie gesagt, wir Überlebenden sind dabei zum Glück nicht beteiligt. Wir haben hier Herrscher von 6 Spitze des zweiten Hauses. Das heißt, von der Grundaussage, das Frostschutzthema bringt richtig viel Geld. Herrscher von 6 in 2. Allerdings ist das so eine Sache, weil der Mond zeigt uns ja, wie der Bildschirm hier auch, hell, dunkel, das irritiert mich gewaltig, aber der Mond zeigt ja auch die Gezeiten auf. Das heißt, immer wenn eine Besetzung zweites Haus mit dem Mond zu tun hat, dann bedeutet das, dass der Geldstrom nicht kontinuierlich fließt, sondern einmal fließen an einem Tag 10 Milliarden Dollar, dann fließen an einem anderen Tag vielleicht nur 8 Milliarden Dollar oder dann wieder 4 Milliarden Dollar, dann wieder 50 Milliarden Dollar an einem Tag. Auf jeden Fall, das schlechteste Geschäftsmodell dürfte es nicht gewesen, Vergangenheit, gewesen sein. Weil, warum? Wir sehen hier, Mars macht mobil bei Sport, Spaß, Freude und anderen Betätigungen. Denn der Mars steht für das neunte Haus und das zweite Haus. Wie ich immer wieder gesagt habe, ausländisches Kapital, ja, ausländisches Kapital in den Händen von Alliierten und Verbündeten. Das heißt, ja, die verdienen recht gut. Herrscher von 2 in 11 bedeutet natürlich, der ewige Energiefluss
von eigenen Konten auf alliierte Konten, also Herrscher von 2 in 11, wissen wir, was das heißt. Eine sehr einfache Botschaft. Und das Quadrat bedeutet, es läuft nicht mehr. Es läuft nicht mehr so richtig. Und so wie es aussieht, ja, so wie es aussieht, dürfte sich sogar internationales Kapital, Herrscher von 2, Herrscher von 9 in 11, aus alliierten Staaten, aus verbündeten Staaten, mittlerweile gegen das Frostschutz-Geschäftsmodell wenden. Also wie man so sagt, ich glaube, wie heißt das? Ich glaube, gegen den Wind pinkeln macht gelbe Knie. Nein, entschuldige, falsch. Gegen den Wind Klavier spielen, glaube ich, so heißt das ursprüngliche Zitat. Aber wie es auch immer ist, es läuft nicht mehr. Es läuft nicht mehr und wir haben hier in der Mitte jetzt, ja, als eine Art, es ist natürlich keine Halbsumme, das ist mir schon klar, aber es ist ein Dreifacher, es ist ein Doppelaspekt. Wir haben hier, oder dreifach in dem Fall, wir haben hier Mars, Jupiter im Sextil, aha, guter Aspekt, Jupiter, Mond, Halbsextil, oje, wer ist denn der Jupiter? Der Jupiter ist der Herrscher des 10. und des 11. Hauses, eingeschlossen in den Fischen, im 1. Haus, in einer Prätuyen-Stellung. Großartig. Das hat nichts mit Tuyen zu tun, sondern die Prätuye, ich weiß auch nicht, wo das Wort herkommt, vielleicht kommt das vom Brett, oder? Das Brett vom Kopf. Und hier haben wir doch dann den Überlebens-, den Existenzkampf. Einer von beiden muss weichen. Ich verrate euch die Auflösung, beides wird weichen. Ja. Es wird für beide nicht reichen. Das ist die klassische sowohl als weder noch Konstellation. Unser Frostschutzthema kämpft hier mit den Stadtzipaten und deren Schergen ums nackte Überleben. Und das ist gut so. Denn wir werden in den nächsten Tagen wundervolle Enthüllungen haben. Wir werden dann auch schauen, Merkur, vielleicht haben wir das dritte Haus stark besetzt, das neunte Haus stark besetzt. Auf jeden Fall erkennen wir Merkur alleine schon mal hier, na, Licht, ja, Fiat Lux. Und zwar viertes, fünftes Haus von Merkur regiert den eingeschlossenen Herrscher. Im 7. Haus lassen wir mal weg. Und ja, 9. Haus, höheres Wissen, Pluto. Die Bevölkerung, 4. Haus, strebt in Richtung höherem Wissen, tiefes Wissen, man möchte es ganz genau wissen und das führt dann zu einem Gewissenskonflikt, zu einem Gewechslerkonflikt, Geldwechslerkonflikt, ja, führt das Ganze und man muss immer schön brav dagegen sein. Und hier sehen wir auch mit Jupiter, was steht hier? Wahrheitsliebe, Offenheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit. Ich würde es normal, unter normalen Umständen würde ich sagen, das ist der Treppenwitz der Geschichte. Ja. Alles, was im Zusammenhang mit den Stadtzipaten, den Schergen und dem Krankheitsthema zu tun hat, unter dem Begriff Wahrheitsliebe, Offenheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit zu subsumieren, kommt mir als bestenfalls als schlechter Scherz vor. Aber wir sehen hier, dass es zwischen dem Kapital aus dem fernen Ausland, ja, aus den Händen der Alliierten vermittelt, zu unseren Stadtzipaten offensichtlich ein gutes, lukratives Verhältnis gibt. Ich meine, wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn der Mars das Kapital ist? Ja? Der Mars ist das Kapital und wir haben ein Sextil herunter zu Jupiter, Herrscher 10 und Herrscher 11. Naja, ich würde sagen, das ist die hohle Hand, oder? Die hohle Hand. Da fließt immer gern was ein, gell? Die hohle Hand sind große Hände. Das können Quadratkilometer große Hände sein, was da schon alles eingeflossen ist, an uns vorbei, hinter unseren Rücken vorbei und dann nach außen und sagt, ja, also wir sind jetzt in einer großen, gefährlichen Situation. Ja, na, Furzinger Spasti, gut gebrüllt. Naja, wenn die Hand hohl genug war, dann kommen auch solche Sprüche unten heraus. Das ist halt leider ein wissenschaftliches Phänomen. Wie heißt das? Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das ist so wie bei den Nickelodeon oder Put Another Nickel in the Nickelodeon. Man muss halt den Schlitz finden und da kann man halt einmünzen. Aber ich glaube, da werden Münzen nicht mehr reichen, um auf zweistellige Millionenbeträge zu kommen. Da wird man lange sozusagen den Schlitz zum Glühen bringen. Aber egal. Es könnte jetzt, das ist eine starke Zeit, weil wir haben immerhin, ja, bitte nicht vergessen, wir haben noch immer unser Halbsummerl, ja, das Halbsummerl zwischen Mars, Saturn und Pluto. Ja, das ist ja noch da.
das ist noch da. Und wie wir sehen, Merkur bewegt sich mit Riesenschritten auf diese Halbsumme zu. Das heißt, ich würde nicht unmittelbar jetzt dazu zählen, aber schauen wir mal, wie viel Grade wir dazwischen haben. Wir haben zwischen Merkur 24 Grad, Pluto 27 Grad. Das könnte zum Beispiel auf zweieinhalb Tage ist mir fast ein bisschen zu kurz. Das wäre kurz ist ja schon lange vorbei. Das ist mir zu früh. Verzeih. Ich wähle immer die falschen Worte. Zur Sonne sage ich die, zum Mond sage ich der, zum kurz sage ich kurz. Das ist ein Blödsinn, das ist alles ein Blödsinn. Es ist schon vorbei, gewisse Dinge sind schon vorbei, auch wenn wir ihn kurz wieder vor Gericht sehen werden oder ich glaube dann eher länger oder wo auch immer er sich dann länger herumhängen lassen wird müssen. Was auch immer, die Dinge werden sich sehr lustig, sehr heiter entblöden, verblöden und wir sehen hier 2,5 Grad Unterschied, 2,5 Tage ist mir zu kurz, ist mir zu früh, 2,5 Wochen. Schauen wir mal, wir haben den 4.2., der 4.2. plus 2 Wochen, ich glaube, diese Rechnung schaffe auch ich, das könnte so um den Bereich des 18., 19. herum sein. Ich schaue mal, bin neugierig, was für ein Tag wäre denn das? Ja, ich habe es nicht im Kopf, aber irgendwas, Freitag, Samstag könnte in 2 Wochen interessant werden, durchaus interessante Entwicklung. Und hier haben wir Mars, Saturn, Pluto in der Halbsumme, Zerstörungswut, aber auch der massenhafte Abgang, den haben wir auch da oft drinnen gehabt. Und was wir natürlich auch schön drinnen haben, Mars, Sonne, also Sonne, Mars, Pluto haben wir auch noch dabei. Das ist sozusagen die Rücksichtslosigkeit, der Fanatismus, also das heißt, das bezieht sich ja beides dann aufs erste Haus. Also Zerstörungswut wegen der Halbsumme, Fanatismus wegen der Halbsumme und hier die Blockadeenergie, die Frustration, das Leid, Schmerz sozusagen, was wir hier allgemein ja vorherrschen haben. Ein bisschen was muss ich mir für den dritten Teil noch übrig lassen und ich würde sagen, er macht derweil seine Lichtspiele weiter und wir laden dann den zweiten Teil sogleich hoch. Ende.